Michele Notar ist mein Name und ich bin von der Organisation, die sich nennt One Laptop Per Child Switzerland, OLPC Switzerland. Und unser Grundkonzept liegt eigentlich darin, dass wir versuchen, den Kindern, aber auch vielleicht den Erwachsenen, den Zugang zu der freien Information, zu der freien digitalen Information zu gewähren. Also das heisst potenziell, eigentlich sollte jedes Kind auf dieser Welt die Möglichkeit haben, auf die Art sich weiterbilden, dass er Informationen kann verwenden kann, sei das auf dem Web, sei das aber auch auf bestimmte Applikationen vom Web, die frei und offen zugänglich sind. Jedes Kind sollte darauf können zugreifen. Also ich mich sehr schnell vorstellen. Ich bin Beatrice Tobler, bin Kuratorin für Computer und Neue Medien im Museum für Kommunikation in Bern. Vernetzung macht verletzlich. Und das ist ja auch noch, also das ist, finde ich, ist auch noch ein gutes Thema in diesem Zusammenhang. Also die Frage, wenn man sich vernetzt mit anderen, dann muss man sich ja eigentlich bewusst sein, dass man so ein bisschen wie eine Kompetenz braucht als Voraussetzung, zu wissen, wem kann ich vertrauen und wem kann ich nicht. Und das ist auch so ein bisschen Medienkompetenz, die es braucht, wo man sich natürlich fragen kann. Wenn man jetzt an Schulen geht, wo Kinder sind, die können lesen und schreiben, die aber sonst nicht viele Erfahrungen mit Medien haben, also noch keine Medienkompetenz, ob denn das ja, nicht auch problematisch kann sein, wenn man jetzt die vernetzt miteinander und so die Kritik oder das gesunde Misstrauen, das es auch braucht in einem Netz, wenn man das nicht hat. Mein Name ist Stefan Rovetto. Ich engagiere mich in der Freifunk- und Open-Wireless-Szene in der Schweiz. Für mich bedeutet das Projekt Schule in Schwellen- und Entwicklungsländern das Internet. Kinder finden neue Wege, sich auf ihre Art auszudrücken. Der Zugang ins Internet bedeutet, dass Schule und Basiswissen neu in einer interaktiven, vielfältigen Form vermittelt werden kann. Kinder lernen andere Kulturen kennen. Überhaupt besteht erst jetzt die Möglichkeit, grenzüberschreitend zu kommunizieren. Auf diese Art lernen Kinder jetzt, wie man sich in der globalen Welt bewegen kann. Sobald man sich in ein Netzwerk begibt, und das ist ja noch so ein Netzwerk, so ein Graswurzelnetzwerk mit dem Mesh-Networking, dass man dann natürlich ein bisschen auch ein Bewusstsein muss schaffen muss, dafür, was das heisst, wenn man sich mit irgendjemandem vernetzt, den man eigentlich nicht kennt. Weil man ja eigentlich eine Qualitätskontrolle oder einen Anhaltspunkt für Vertrauenswürdigkeit kann man nicht einfach a priori voraussetzen bei allen Teilnehmern von diesem Netz. Die Geräte können aber nicht nur dazu eingesetzt werden, um Informationen aus dem Netz zu beziehen, sondern die Geräte sind so aufgebaut, dass man mit denen vorwiegend zusammenarbeiten kann. Also Zusammenarbeit und Kommunikation ist eines von unseren Grundthemen, eines von unseren, von unseren wichtigsten Themen, die wir möchten propagieren. Das heisst, die Kinder sollten lernen, zusammenzuarbeiten in formalen, wie aber auch in nonformellen Lernsituationen. Das heisst, in der Schule, aber auch untereinander selber sich vernetzen und Informationen austauschen. Es ist ja eigentlich ein gewagtes Projekt, dass man einerseits das Projekt One Laptop per Child, das ja etwas ist, das von Regierungen ausgeht, wo auch sozusagen der Deal unter den Regierungen ausgehandelt wird, Verträge von der Regierung unterschrieben wird, dass man so ein Projekt nimmt und gleichzeitig das verknüpft mit einem Graswurzelprojekt, wo eigentlich so Aktivismus von unten oder, aus dem besteht, dass man so zwei so Bereiche zusammenbringt und aus dem etwas loszulassen stehen. Da könnte man sagen, ist das überhaupt miteinander vereinbar? Und das wird natürlich dann in Zukunft zeigen, ob das möglich ist. Das heisst, wenn man so einen Graswurzelzugang hat, das ist ja auch ein Zugang, wo man offen bleibt für stetige Veränderungen des Projekts. Also, wenn jetzt das Ganze von der Regierung geplant wäre, dann würde man einfach jahrelang planen und irgendwann würde man dann mal ein landesweites Netzwerk jetzt beispielsweise eventuell bewilligen oder nicht bewilligen und dann noch bauen. Und bei so einem Graswurzelprojekt fängt man einfach mal an. Man hat jetzt nicht irgendwie den landesweiten Blick, sondern man fängt einfach an einem Ort mal an. Und das kann natürlich schief gehen. Es kann aber auch etwas daraus entstehen und
ich denke, es birgt Gefahr, aber es birgt eben auch Möglichkeiten, dass man eben auch merkt, indem man etwas aufbaut, so ein Netzwerk aufbaut und diesen Leuten die Technologie zur Verfügung stellt, kann sich auch die Möglichkeit ergeben, dass dann die das für etwas völlig anderes brauchen, weil sie eben einen anderen kulturellen Hintergrund haben, andere Art miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch andere Kommunikationsbedürfnisse haben und dann etwas daraus kann entstehen, wo man dann wieder darauf reagieren kann. Und das, glaube ich, das kann ein Potenzial sein von so einem Zugang von unten, also von so einem Ad-hoc-Aktivismus, dass man dann eben auch sozusagen rollend planen und spontan eben das Projekt immer wieder verändern. Es kann natürlich auch irgendwie in eine Richtung laufen, wo man es dann nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn man alles jetzt irgendwie von der Regierung aus von Anfang an würde planen, wäre man mit dieser Gefahr vielleicht weniger ausgesetzt. Und ich hoffe natürlich, dass das Projekt möglichst überraschende Wendungen immer wieder wird nehmen. Und ja, dass alle Seiten davon können etwas profitieren.